Hi, heute gibt es wieder von mir einen Rossmann-Haul und ja, irgendwie ist es so ein bisschen überbelichtet, aber ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Ich habe ein bisschen Haushaltssachen, ein bisschen Pflege, ein bisschen Make-up mitgenommen und möchte euch das zeigen und dann fange ich auch einfach mal an. Als erstes habe ich mir was zu essen mitgenommen und zwar einmal die Tomatensauce Arrabbiata von Inda Bio. Die war runtergesetzt, beziehungsweise die ganzen Soßen waren runtergesetzt. An und für sich halte ich nicht so viel von Fertigsachen, aber wenn es mal wirklich schnell gehen soll und man wenig Zeit hat, Hunger hat, dann sind die eigentlich ganz praktisch und dazu ist es auch noch Bio. Kann man nicht sagen, laktosefrei ist es natürlich auch noch. Ich glaube, das ist sogar insgesamt vegan. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Es sieht aber sehr vegan aus. Ja. Da kosten dann 360 Gramm nur 1,69, wenn die im Angebot sind. Fand ich gut, deswegen habe ich die mitgenommen. Und auch die vegetarische Bolognese-Soße. Da finde ich das eigentlich so, die Arrabbiata ist mir ein Ticken zu scharf, aber so richtig schön fruchtig. Und Bolognese, da hat man so ein bisschen was für den Biss noch mit drin. Deswegen mische ich die beiden immer. Ergibt die perfekte Soße, finde ich. Und ja, da hat man dann auch ein bisschen was davon. Dann habe ich für den Haushalt was zum Putzen mitgenommen. Und zwar hatte ich das gesehen, das ist neu vom Frosch. Und das wissen ja einige sicherlich schon, dass ich gerne Frosch-Reinigungsmittel hole, weil ich die am ehesten noch vertrage. Wobei ich inzwischen auch von Almavin verschiedene Produkte habe und da sehr zufrieden bin. Aber das hier ist Wiegallseife, nennt sich das. Flecken- und Vorwaschspray. Finde ich ziemlich cool. Weil manchmal hat man dann wirklich irgendwie einen Fleck drinne und von Soße irgendwie oder vom Hund und es geht schwer raus. Und ich habe vor kurzem Gallseife gekauft. Mir war eigentlich gar nicht bewusst, ne? Es ist eigentlich im Namen drinne Gallseife, dass das halt aus Rindergalle gewonnen wird. Ja, das fand ich dann irgendwie so ein bisschen nicht so toll. Und deswegen fand ich das cool, dass das eben eine vegane Alternative ist. Und es kommt zwar in diesem komischen Sprüher wie die ganzen anderen Reinigungssachen von Frosch, aber ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. Es war auch nicht ganz so günstig, muss man dazu sagen. Also 500 Milliliter sind da drin. Und das kostet 2,75 €. Also es ist schon. Ja, also es war nicht im Angebot, aber ich musste es mitnehmen, weil ich es vergleichen wollte eben mit der Gallseife, mit der fertigen, die ich schon da habe. Mit der fertigen, also mit dem Produkt, was ich schon da habe. Und ja, bin da mal gespannt. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen von Frosch diesen Lavendel-Hygienereiniger. Wie man sieht, ist der schon benutzt. Und bis auf, dass der eingefärbt ist, finde ich das ziemlich gut. Das riecht sehr angenehm. Wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit dem Bartreiniger Zitrone von Frosch, also der wird mir jedes Mal richtig schlecht, weil das so einen fauligen Untergeruch hat. Und das mag ich überhaupt gar nicht. Es macht zwar super sauber und so weiter, aber ich fand es ganz furchtbar. Und das ist eben so ein Hygienereiniger, den kann man theoretisch auch für die Dusche benutzen, kann man für Waschbecken benutzen. Ich bin mir sogar sicher auch für vielleicht irgendwas anderes. Also ich habe es jetzt hauptsächlich mal für die Toilette benutzt, für oben die Flächen, aber auch für den Sitz. Für innen drin gibt es ja dann nochmal so extra mit so einem Entenhals, keine Ahnung, Ganshals, irgendwie so einen komischen Hals. Kennt ihr ja. Und hier sind 500 Milliliter drin und die haben 1,49 € im Angebot gekostet. Deswegen ich das mitgenommen habe. Ich wollte es schon die ganze Zeit testen, aber dann war es auch noch im Angebot und habe ich gesagt, gut, nehme ich es mit. Und vom Duft her. Am Anfang riecht das wirklich so ein bisschen nach Lavendel, dann hat es so einen herben Männerduftgeruch irgendwie und dann kommt so ein komischer Nachklang, der ja ein bisschen unangenehm riecht, aber im Verhältnis zu diesem Bartreiniger Zitrone riecht der echt noch angenehm. Ja, würde ich also durchaus nochmal kaufen, zumal es auch wirklich schön sauber gemacht hat. Ja, kann man auf jeden Fall holen. Dann habe ich hier unten noch Pflegesachen. Gut, ich habe mir auch noch was mitgenommen aus der Ideenwelt. Zwar fand ich das jetzt nicht so günstig, 4,99 € für zwei Vakuumhaken. Es ist so, dass ich im Bad so von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Tesa, genau, von Tesa, so Haken hatte zum Drankleben. Aber das eine ist relativ nah an der Dusche und durch das heiße Wasser bzw. durch den Dampf löst sich dann der Klebstoff. Und das ist natürlich doof, weil dann landet alles auf dem Boden und das ist mir neulich passiert. Deswegen habe ich gesagt, ich will irgendwas anderes haben, wo ich nicht bohren muss oder sowas.
Und ich finde die ziemlich gut. Ich habe den einen schon dran gemacht, einen anderen habe ich hier noch drinne. Und der hält auch ziemlich fest, also da kann man auch ein bisschen mehr dranhängen. Also so sehen die aus. Und dann hat man dieses Ding hier zum Festsaugen. Optimal. Also ich denke, ich werde auch die andere Seite ersetzen. 2,50 € pro Stück, denke ich, ist noch in Ordnung, ist noch im Rahmen, aber es erscheint erstmal richtig viel Kohle für zwei Haken. Naja, aber ich bin damit zufrieden, kann die deswegen auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwas sucht. Fürs Bad zum Beispiel ist das eine schöne Option. Ja, dann habe ich mir eine Maske mitgenommen von Revald Loop. Die ist auch limitiert. Das ist die Frische Kick. Erfrischende Gelmaske, kühlend plus Limette und Koffein. Ist eben so eine limitierte Sache. So schaut die aus. Und irgendwie soll die auch noch 3 Minuten drauf. So am Morgen vielleicht. Vielleicht kriege ich das hier auch noch scharf. Ja, da kann man die Inhaltsstoffe mal sehen. Ja, und mein abgebrochener Fingernagel ist auch sehr sexy. Ja, da ich vor kurzem von Revival Loop diese Fango-Maske mir geholt habe und ich die echt gut vertragen habe, habe ich gesagt, ich teste mich durchaus mal an die, denn ihr kennt sicherlich das, wenn es mal richtig heiß ist und das Gesicht so leicht aufgequollen ist, da kann ich mir das gut vorstellen, so zum morgens wache werden, da die auch nur eben 3 Minuten braucht zum Einwirken. Optimale Geschichte. Und die war, glaube ich, gerade im Angebot oder die Masken kosten immer so viel, 49 Cent, ich bin mir nicht ganz sicher. Finde ich in Ordnung, es sind ja zwei Kammern und ich brauche immer so eine halbe Kammer für eine Maske, wenn ich die dick drauf mache. Theoretisch könnte ich auch drei Anwendungen rauskriegen. Dann, ja, ich habe bekanntlicherweise zu wenig Reinigungstücher. Und vor kurzem kam halt eine neue Sorte dazu. Da hatte ich mir erst dieses kleine Reiseset mit 10 Tüchern geholt für 55 Cent. Ich kann schon nicht mehr reden, ja. Und das ist eben Exotic Mango vom Geruch her. Und ich liebe diese Reinigungstücher. Erstens liebe ich die von Revival de Loop E. Die nehmen alles runter. Ich habe eine super, super sensible Haut. Ich habe oft auch Wunden. Und ich vertrage sie einfach. Absolut. Also ich habe jetzt keine Sorte gehabt von Revival Loop Reinigungstücher, die ich nicht vertragen hätte. Und das will was heißen. Sogar an den Augen vertrage ich die und es kriegt ziemlich viel runter. Günstig ist es dann auch noch, oft vegan, von daher, ja, perfekte Sache. Und die Exotic Mango-Variante war halt so absolut meine Geruchsrichtung. Deswegen habe ich mich echt gefreut. Die waren jetzt im Angebot für, ich glaube, 79 Cent. Ja, 79 Cent. Die Packung mit 25 Tüchern ist schon nicht schlecht. Und so sehen die dann aus. Und ich habe mir 4 Stück mitgenommen. Ja. Und mein Vorratsschrank ist eigentlich noch voll. Ah, die waren gerade im Angebot und das waren die letzten 4 Packungen. Wären nur 3 da gewesen, hätte ich mir eben nur 3 mitgenommen. Ja, ich musste sie einfach mitnehmen. Sind die richtig, richtig toll. Sie durften einfach total lecker. Und ich kann sie einfach jedem ans Herz legen, der auch eine etwas empfindlichere Haut hat. Aber natürlich muss das nochmal jeder für sich selbst testen. Dafür, dass ich so eine Allergikerhaut habe, muss ich schon sagen, finde ich die wahnsinnig gut. Und dann kommen wir zu dem letzten, was ich mitgenommen habe. Und ich habe den Ton vom Rechner angelassen. Ups. Das passiert normalerweise nicht. So, und dann kommen wir zu dem letzten Produkt, was ich mitgenommen habe. Das ist jetzt ein Make-up-Produkt aus einer aktuellen Manhattan LE. Das ist ein Lippenstift. Den trage ich auch schon. Ich weiß nicht, inwiefern man das jetzt mit dem Lichtverhältnis so erkennen kann. Das ist die Farbe 2, Festival Icon. Und das sind so slim, Lipstick-mäßig. Ja, finde ich so okay von der Aufmachung her. Finde ich jetzt nicht gigantisch, aber auf jeden Fall ganz nett. Und es gab 3 Farben, einmal einen lila, dann noch einen helleren und dann diesen, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, so ein ich habe keine Ahnung, also es ist kein richtiges Fuchsia, sondern eher so ein Rosenton, ein dunklerer, aber auch jetzt nicht so knallig wie Fuchsia oder so dunkel wie Fuchsia. Und der hat eine ähnliche Textur wie die aktuellen P2. Muss ich mal gerade gucken, ob ich drankomme. Diese P2 Gel-like Lipsticks oder wie die heißen. Diese hier. Nee, Secret Gloss Lipstick. Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht merken. Da habe ich zum Beispiel hier den Secret Lover und der ist ziemlich ähnlich vom Farbton her. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann.
Ja, der ist halt noch mal ein bisschen rosaner, aber der hat mehr diesen Fuchsia-Einschlag. Also vielleicht kann man da das auch ganz gut erkennen, was ich meinte vorhin. Und von der Textur sind sie ähnlich. Die P2-Lippenstifte sind noch ein Ticken glitschiger und glossiger, auch so beim Auftrag. Also sind beide nicht super deckend. Und ja, ich weiß nicht, ich finde die eigentlich ganz cool. Ich finde auch, die riechen so ein bisschen bärig, so süßlich. Und hier sieht man nochmal den Vergleich. Die sind beide eher schier, aber nicht komplett schier, sodass man immer noch Farbe sieht. Und der Farbton hier gefällt mir sogar noch einen Ticken besser als der Secret Lover von P2. Und der hat 3,95 € gekostet. Finde ich eigentlich vom Preis her in Ordnung. Vielleicht hätte ich warten sollen, bis was im Angebot ist. Ja, normalerweise kaufe ich die Sachen ja immer gerne im Angebot, diesmal eben nicht. Und das war es dann auch schon von mir. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, seid ihr auch so Reinigungstücher verrückt? Ich wollte jetzt nicht bekloppt sagen, wie ich, weil ich weiß nicht, immer wenn ich die im Angebot sehe, muss ich die mitnehmen. Keine Ahnung warum. Es ist ganz schwierig, mich dann zusammenzureißen. Und dann gab es auch noch die Mango und ja, ne? Also ich meine, schon ein bisschen blemblem. Könnt ihr mir gerne schreiben und ob ihr euch die Manhattan LE angeschaut habt, ob ihr die Lippenstifte auch interessant findet, weil es eben nicht so eine Standardtextur ist. Aber ja, falls die dann alle schon weg sind, könnt ihr ja bei den P2-Sachen mal vorbeigucken. Die sind auch nicht schlecht und sind sehr ähnlich von der Textur her und auch relativ günstig. Also ich glaube, die kosten 1 € weniger. Ja. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und ich bin heute irgendwie ein bisschen hibbelig. Ich denke mal, ich hoffe, ich denke dran so, dass ich noch irgendwie meinen letzten Haul, Drogerie-Haul, euch hier verlinke, auch auf jeden Fall noch meine Informationsbox packe und vielleicht ein aktuelles Boxenvideo. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden es sehen. Ihr werdet sehen. Und das war's dann für mich. Wir sehen uns. Ciao.